Wir haben zwei wundervolle Damen, die uns jetzt etwas über elektronische Beweisführung erzählen wollen. Die sind da aus beruflichen Gründen drangekommen. Wir haben einmal die Annie Tiralou, sie ist Informatikstudentin in Berlin. Und wir haben die Daniela, sie ist Diplomjuristin. Und ja, also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Talk von den beiden. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag und Einblicke in die Frage der elektronischen Beweisführung. Wir würden uns gerne in den nächsten ungefähr 30 Minuten mit der Frage beschäftigen, wann ein Screenshot, eine Bildschirmaufnahme einen Beweis darstellt. Dazu kurz eine Vorstellungsrunde. Mein Name ist Daniela. Mein Twitter oder LinkedIn oder alles Handle, unter der ich gefunden werden kann, @aconera, findet ihr unten drunter. Und ich freue mich, diesen Vortrag mit der lieben Annie Tiralou oder mit Vornamen Anne halten zu dürfen, die sich im Anschluss dann auch vorstellen wird. Erstmal klein oder kurz zur Einführung und Storytime, wie dieser Vortrag überhaupt entstanden ist oder die Idee für den Vortrag. Während der aktuellen Krise sind ja in den sozialen Netzwerken immer wieder Beiträge aufgetaucht über gefälschte Inhalte, die dann in verschiedenen Messenger-Diensten kursiert waren. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel von der Polizei Berlin, beziehungsweise von deren Twitter-Seite, wo sie eben auf dieses Problem hingewiesen haben. Jetzt bei der Polizei ist es auch schon schlimm genug, aber es gibt tatsächlich Einzelpersonen, unabhängig davon, ob sie Personen des öffentlichen Lebens sind, Journalisten zum Beispiel oder PolitikerInnen, die davon betroffen sein können, aber es kann letzten Endes wirklich jeden und jede Person von uns treffen. Und zwar, dass man einen Inhalt in das Internet gestellt hat, sei es jetzt soziale Netzwerke oder einfach nur eine private Nachricht, WhatsApp oder E-Mails, wie auch immer, die dann auf verschiedene Art und Weise gefälscht sein können und dann im Internet rumkursieren können. Und es stellt sich halt die Frage, was hat das für einen Einfluss auf das Leben? Denn je nachdem, welche Inhalte plötzlich über eine Person auftreten, welche Worte einem in den Mund gelegt werden, kann das einen großen Einfluss auf das Leben haben. Man kann unter Umständen sogar den Job verlieren oder durch diese Rufschädigung erhebliche Nachteile haben, wo man dann auch mit gutem Grund irgendwann den Anspruch hat, diesen möglichen Schaden, vor allem wenn es ein großer finanzieller Schaden ist, auch einzuklagen. Denn dazu hat man das Recht, dafür existieren Anspruchsgrundlagen, die man im juristischen Bereich eben so nennt. Und diese einklagen zu können, muss man aber den Sachverhalt beweisen. Und das ist der Punkt, wo es dann problematisch wird. Und das ist der Punkt, den wir uns später, beziehungsweise jetzt im Anschluss, anschauen. Und zwar der juristische Beweiskraft von Bildschirmaufnahmen. Was ist eigentlich überhaupt ein Beweis? Ein Beweis definiert sich durch die Überzeugung des Gerichts von der Wahrheit einer Behauptung. Das heißt, man muss das Gericht von der Wahrheit einer Behauptung überzeugen können. Und wenn das einem gelingt, dann ist dies ein Beweis. Es existieren verschiedene Arten von Beweisen im Prozessrecht, die sind abschließend. Das heißt, es gibt auch keine weiteren, wenn man weitere Arten von Beweisen hinzufügen wollte, zum Beispiel eben Screenshots als eigenständiger Beweis, dann müsste das gesetzlich definiert werden. Ansonsten muss man bis dahin sich dem bedienen, was gesetzlich geregelt ist. Und die gesetzlichen Formen von Beweisen findet man hier auf der Folie. Es gibt den Zeugenbeweis, Sachverständigenbeweis, Urkundsbeweis, Augenschein, Beweis und die Parteivernehmung. Auf dieser Folie sind auch ausschließlich Normen der Zivilprozessordnung abgedruckt. Bei der Strafprozessordnung sieht es ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen sind die beiden recht vergleichbar. So. Die Frage ist, und jetzt macht die Präsentation nicht mit, was
ein elektronischer Beweis darstellt. Es ist, könnte erstmal grundsätzlich nach der ZPO eine Urkunde sein. Das heißt, eine Urkunde, eine Verkörperung, eine Gedankenäußerung in Schriftzeichen. Das Problem ist aber, dass Computerdateien gerade keine schriftliche Fixierung haben, weil sie keine dauerhafte Verkörperung sind. Das heißt, im Normaldeutsch übersetzt, das sind Codes, das sind Strombewegungen, das ist nichts, was wirklich schriftlich in ausgedruckter Form existiert, so dass man es anfassen kann. Und das gilt genauso für digitale Tonaufnahmen, Bilder etc. Das heißt, alles, was ich auf meiner Festplatte quasi in digitaler Form habe, das ist keine Urkunde. Als nächstes könnte man sich die Frage stellen, okay, worunter kann es noch fallen? Als nächstes kommt in Frage der Augenschein nach § 371 bis 72a ZPO. Vor allem Absatz 2 regelt elektronische Dokumente, die als Gegenstand des Beweises vorgelegt werden können, eben durch Vorlegung oder Übermittlung der Datei an das Gericht. Was heißt das? Das heißt, dass elektronische Beweise entweder ausgedruckt werden können, dann sind die vorgelegt, oder elektronisch übermittelt können, das heißt per Fax, per E-Mail an das Gericht gesendet werden können, heißt aber trotzdem, dass sie Augenscheinsobjekte bleiben, heißt, dass die von dem Richter oder von der Richterin sinnlich wahrgenommen werden. Das heißt, die Person, die gerade die Verhandlung leitet, guckt sich diese Ausdrucke an, guckt sich die E-Mails an. Bei Tonaufnahmen hört sich diese Aufnahme zum Beispiel an. Und das Problem bei Augenscheinsobjekten ist die freie Beweiswürdigung des Gerichts. Denn grundsätzlich gilt eigentlich bei allen Beweisen außer Urkunden der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Das heißt, das Gericht darf erstmal Beweise würdigen und die zulassen oder nicht zulassen und die unter Umständen eben als Beweis für ungeeignet zu erklären. Und gerade bei Anschreibsbeweisen stellt dies ein großes Problem dar, denn das Gericht kann jederzeit die Integrität und die Authentizität des Beweises anzweifeln und damit auch diesen Beweis als ungeeignet oder für ungeeignet erklären. Und das würde unter Umständen eben heißen, dass wenn das Gericht die Integrität und die Authentizität des Vorgebrachten anzweifelt, das heißt, wenn der oder die Richterin davon ausgeht, dass dieser Beweis eben nicht echt ist, dass das dann nicht zugelassen wird. Und wir haben sehr viele Sachverhalte, eben zum Beispiel das Beispiel mit der Rufschädigung im Internet, wo es eben keine anderen Beweise geben kann. Denn wenn der Sachverhalt faktisch nur im Internet stattfindet, gibt es eben keine andere Möglichkeit, dies zu beweisen. Was bedeutet aber eigentlich Integrität und Authentizität? Und wie genau soll das Gericht darüber entscheiden können? Hierfür gibt es verschiedene Arten, wie man quasi die Integrität und Authentizität nachweisen kann. Grundsätzlich existieren qualifizierte elektronische Signaturen, die existieren aber nur für Dokumente und dem Beweiskraft wird auch speziell geregelt, aber die Anforderungen sind relativ hoch. Wenn man das in die Realität überträgt, heißt es, dass Personen ein Kartenlesegerät brauchen, bei denen gerade heute auch in den Tagesnachrichten, also als wir diese Aufnahme aufnehmen am 18.12., Informationen darüber kursieren, dass eben diese Kartenlesegeräte schon nicht sicher genug sind. Und man braucht den neuen Personalausweis, den mit dem elektrischen Chip drin. Das heißt, dieser Weg gilt tatsächlich oder existiert nur für deutsche Staatsangehörige. Außerdem wäre die Möglichkeit, eine DE-Mail zu verwenden, weil eben diese eine qualifizierende elektronische Signatur des Providers immer mitschicken, zum Beispiel web.de, GMX oder das Telekom-Angebot. Das Problem ist aber, dass die kostenpflichtig sind und die Speicherkapazität begrenzt ist. Und es funktioniert halt auch nicht für alle Sachverhalte. Denn wenn der Sachverhalt sich zum Beispiel auf Twitter ereignet, habe ich jetzt nicht plötzlich
eine sehr zuverlässige oder die Integrität und Authentizität, sagen wir mal so, vor Gericht nachgewiesen, nur weil ich zum Beispiel von dieser Ereignis ein Screenshot mache, das mir persönlich selbst über meine DE mehr zuschicke. Da habe ich noch kein bisschen irgendwas über die Echtheit nachgewiesen. Und die gescannte öffentlichen Urkunden oder die ausgedruckte öffentliche elektronischen Dokumente, die werden sowieso von einer Behörde ausgestellt. Das heißt, für Privatpersonen bieten sie auch überhaupt keine Vorteile. Ganz kurz aber noch zu der elektronisch qualifizierenden Signatur und ein kleiner Hinweis auf 371a Absatz 1 Satz 1 ZPO. Dieser Weg ist nämlich für elektronische Dokumente vorgesehen. Die Frage ist aber, was sind eigentlich elektronische Dokumente? Und da kommen wir auch wieder zu dem Problem, dass die ZPO elektronische Dokumente nicht definiert. Eine einzige Definition dafür findet sich in der europäischen Verordnung, die auf der vorherigen und auf dieser Folie auch abgedruckt ist. Da wird sich das Ganze oder definiert sich das Ganze dadurch, dass es sowohl Text als auch Ton als auch Bilddateien erfasst. Das Problem ist aber, dass es eine EU-Verordnung ist. Und wenn wir uns aber im deutschen Recht bewegen, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Definition im deutschen Recht anwendbar ist. Und dazu gibt es noch keine abschließenden Urteile. Das heißt, theoretisch könnte man eine Bilddatei oder eine Tonspur elektronisch qualifizierend signieren und versuchen, darüber die Authentizität und die Integrität dieses Dokuments nachzuweisen. Aber weil es eben nicht abschließend geklärt ist, ob das dann ein elektronisches Dokument ist, könnte dies im Prozess auch in Frage gestellt werden. Heißt zum Schluss, wie sieht eigentlich die Beweissicherung im Internet aus und wie können wir versuchen, vor Gericht die Authentizität und die Echtheit eines Screenshots nachzuweisen? Und jetzt gebe ich weiter an meine Kollegin, die das Wort übernehmen darf. Okay, vielen Dank, Daniela. Ich übernehme ab jetzt den zweiten Teil. Das heißt, ich werde jetzt euch etwas erzählen, wie es in der Realität dazu aussieht und woher das eigentlich kommt, dass diese Gefahr besteht, dass Screenshots so sehr angezweifelt werden oder dass es halt eigentlich keine gute, sinnvolle Lösung dazu gibt, gesetzlich verankert ist. Nochmal kurz zu mir. Wie vorhin erwähnt, ich heiße Anne oder Anitira Lu. Also unter Anitira Lu findet man mich auf Twitter oder auch auf Chaos-Veranstaltungen. Für den Fall, dass ihr irgendwie noch Fragen habt oder auf mich zukommen wollt. Genau. Los geht's. Der Grund, warum wir das eigentlich machen, ist ja Beweissicherung im Internet. Dazu werde ich jetzt für meinen zweiten Teil ein paar Einschränkungen machen, weil ich einfach mit der Gesetzeslage nicht auf die Art vertraut bin. Und natürlich auch nicht in der Berechtigung bin, irgendwelche rechtlichen Hinweise geben zu können. Genau, es geht ab jetzt Beweisführung per Screenshot. Grundsätzlich findet ihr im Internet natürlich auch per Video und oder Sound zu Dateien oder Bilddateien, also andere als Screenshot, andere Bilder oder irgendwie Textdateien oder so kann das natürlich auch alles sein. Es hängt davon ab, welche Plattform das ist, was das für ein Vorfall ist, wo Beweise eingeführt werden müssen. Genau. Ich konzentriere mich auf Screenshots alleine in Zukunft. Also ab jetzt geht es um Screenshots. genau, dazu möchte ich ganz kurz ein bisschen in die Historie zurückgreifen, damit verstanden werden kann, warum da eigentlich dieses Problem existiert und warum die Gesetzeslage und die Realität so weit auseinanderliegen. Keiner von uns wird sich vermutlich daran erinnern. Ganz ursprünglich war es einmal so, dass die ersten Computer oder die ersten Hardcopy-Terminals, da wurden Hardcopy-Terminals genannt, quasi ein Drucker und eine Tastatur waren. Das heißt, alles, was man eingegeben oder ausgegeben hat, wurde einfach ausgedruckt auf Papier und man konnte alles sich einfach nochmal durchlesen. Das waren unglaubliche Datenmengen, unglaublich viel Redundanz wahrscheinlich auch. Und wurde dann später weiterentwickelt zu einer Ausgabe per Bildschirm, was aber damals, also als es frisch weiterentwickelt wurde, noch das Problem hatte, dass Computer da nicht zurückspringen konnten. Also davor war es nicht notwendig, zurückzuspringen, oder es war auch technisch nicht wirklich möglich, einfach nochmal einzulesen, was vorher ausgedruckt wurde. Und nun wurde das halt nicht direkt weiterentwickelt dazu, dass Computer nochmal auf die Zeile davor zurückgehen können, nochmal lesen können, was da eigentlich gedruckt war.
nochmal verstehen können, was da steht, oder die Daten auswerten können. Genau, das wurde dann allerdings notwendig. Und zwar aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich, weil man vielleicht noch einmal lesen wollte, was da eigentlich eben gesagt wurde oder geschrieben wurde. Genau. Was da verschiedene Lösungsansätze hatten. Die ersten war tatsächlich einfach ein Polaroid-Foto von einem angezeigten Bildschirm zu machen, was nicht so richtig realitätsnah und damals auch teuer war und technisch aufwendig und führte dann ab den 1960er Jahren dazu, dass Bildschirmfotos entwickelt wurden oder der Output wurde einfach in Textfile gedumpt, das man ausdrucken konnte. Oder man konnte einen Videomitschnitt davon machen, was halt auf dem Bildschirm gemacht wurde, entweder mit externen oder später mit internen Kameras. Genau, also das Ziel, warum Screenshots erfunden wurde, ist der Mitschnitt von dem, was ausgegeben ist und das Rekonstruieren auch davon, was angezeigt wurde. Genau. Was genau führt uns jetzt dazu, dass es eigentlich ein Problem gibt? Dazu möchte ich einmal kurz eine Handlungsempfehlung zitieren, die ich auf einer Internetseite gefunden habe, die ich als vertrauenswürdig eingestuft habe. Natürlich auch jedem von euch freisteht, das sich selbst anzugucken, wo es darum geht, bei privatstrafrechtlichen oder also naja, bei Delikten, die so im Bereich von Beleidigungen liegen, also auf Social Media Plattformen sehr viel ein Screenshot zu machen und damit irgendwie eine Beweisführung unterstützen zu können. Einmal kurz vorgelesen, ein rechtssicherer Screenshot muss neben dem Kommentar auch Datum und Uhrzeit des Screenshots sowie den Username der des mutmaßlichen TäterInnen enthalten. Außerdem muss der Kontext ersichtlich sein, in dem der Kommentar gepostet wurde. Da haben wir jetzt einige wichtige Faktoren. Das sind vier Stück, und zwar einmal Kommentar, Datum und Uhrzeit, Username und Kontext. Naja, all diese Faktoren können manipuliert werden. Und das ist eigentlich dieses Problem. Auf welche Art sie manipuliert werden können, komme ich jetzt zu. Da konnte ich vier Versionen oder vier Möglichkeiten identifizieren. Zuerst, man erstellt Daten, die nicht real sind und macht von diesen ein Screenshot. Das heißt, der Screenshot an sich ist echt. Das, was angezeigt ist, darauf nicht. Zweites ist Datum oder Uhrzeit. Die Screenshots wurden verändert, insbesondere Bearbeitungszeit vielleicht auch. Drittes ist der reale Screenshot, der gemacht wurde von realen Daten, wird manipuliert. Und das vierte ist halt einfach, man macht mehrere von diesen Punkten und kombiniert sie miteinander. Zum Beispiel, man macht einen Screenshot, verändert den, verändert dann das Veränderungsdatum zu dem Erstelldatum. Und kann dadurch dann verschleiern, dass der verändert wurde. Genau, jetzt möchte ich auf jede dieser Faktoren einmal kurz eingehen für alle Leute, die es vielleicht nicht spontan selbst eine Idee davon haben, wie man das machen kann. Erstes ist Daten erstellen, die nicht real sind und von diesem einen Screenshot erstellen. Naja, also es gibt ein großes Angebot an Online-Generatoren. Da habe ich jetzt einmal zwei rausgesucht, die ich relativ repräsentativ empfunden habe. Das erste heißt fakewhatsapp.com. Das hat sich spezialisiert auf WhatsApp-Nachrichten. Entweder einen falschen WhatsApp-Chat erstellen und diesen sich dann irgendwie angucken, also anzeigen lassen und davon Screenshot machen, zum Beispiel könnte man. Oder man kann sich falsche WhatsApp-Nachrichten zuschicken lassen. Also man gibt einen existierenden User ein und es wird so angezeigt, als ob dieser User einem dann Nachrichten zugeschickt hätte auf das Smartphone. Also in die App hinein, da weisen sie sogar darauf hin, dass es da Sicherheitslücken gibt. Was ich sehr interessant fand, weil, naja, irgendwie scheint ihnen ja klar zu sein, dass sie da ein bisschen was Komisches gemacht haben. Aber sie bieten es trotzdem an, möchten nur zeigen, so, okay, wenn ihr da ein Problem habt, ist das nicht unsere Schuld, weil wir haben euch darauf hingewiesen. Was so ein bisschen dieses so, ein bisschen wie Porno-Portale, wo man sagt, so, ja, wir sind alle 18 und drüber und volljährig, das empfinde ich ungefähr auf der gleichen Ebene von Glaubwürdigkeit. Der zweite heißt fakedetail.com, wo man ein sehr viel breiteres Angebot hat. Man kann sich falsche Mails zuschicken lassen, falsche Mails anzeigen lassen, Posts und Chat-Funktionen für Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok und noch viele mehr, also alle großen Plattformen können da irgendwie gefaked werden, mit verschiedenen Möglichkeiten, das irgendwie anzupassen und zu individualisieren, sodass es halt auch tatsächlich glaubwürdiger wirkt dadurch.
Für die, die halt keinen Generator nutzen möchten, kann man auch einfach sich selbst ein Bildchen erstellen mit den verschiedenen Blasen und Entschuldigung, ich mache das kurz aus. Genau, mit den verschiedenen Blasen oder Text oder sowas. Genau, also die Grenzen sind quasi da, wo die Kreativität aufhört. Genau, zweiter Punkt war Datum oder Uhrzeit verändern. Da für Linux-User, die haben vielleicht schon mal benutzt, dieses Befehlspaket Touch. Wir können damit relativ einfach das Erstellen und Änderungsdatum in den Metadaten anpassen von einer Datei. Für Leute, die Windows nutzen und Linux jetzt nicht. Windows hat einfach nicht so eine mächtige Shell wie Linux und deshalb braucht man meistens irgendwelche Anwendungen. Da gibt es auch ein breites Angebot von verschiedenen Programmen. Einer heißt zum Beispiel Datei-Datumsänderer, der macht relativ genau das, was im Namen auch drin steht. Es gibt aber auch sehr viele andere ähnliche Programme, teilweise mit mehr oder weniger Funktionen, also eigentlich so viel, wie das Herz begehrt. Relativ anwenderfreundlich, dass jede Person das theoretisch machen kann. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es das für Mac gibt. Habe jetzt allerdings nicht gesucht, weil ich selbst kein Mac-User bin und deswegen da keine Empfehlung, es sind keine Empfehlungen, also keine Aussagen zu treffen wollte. Dritte Version ist natürlich deinen realen Screenshot manipulieren. Auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, relativ ähnlich wie der erste Punkt. Einfach so viel, wie man halt Kreativität hat. Das einfachste und für jeden zugängliche ist einfach den Screenshot mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und verändern. Es gibt sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten dafür. Zum Beispiel, man soll ein Ausweisdokument von sich oder einen Kontoauszug irgendwo hochladen, möchte aber bestimmte Daten von sich nicht irgendwie darauf lesbar haben und sperrt sie dann. Bisschen weniger sinnvoll ist das, wenn da irgendwie Beweise mitgeführt werden sollen, sollte man das natürlich nicht machen. Beziehungsweise, wenn man da etwas verändert, was vielleicht die Beweislage ändert, ist das eine Straftat. Für allen, denen das noch nicht klar ist. Genau, ein bisschen komplexer, was vielleicht nicht ganz, also ein Zwischenpunkt zwischen Fake-Daten und Fake-Screenshot ist. Dass man einfach eine Webseite nimmt, von der man Screenshot machen möchte. Man verändert sie per Inspektor, Konsole oder Add-on, falls man überhaupt keine Konsolenkenntnisse hat. Und macht dann davon den Screenshot. Also es gibt so viele Angebote im Internet, dass Leute ohne spezielle Kenntnisse das alles ändern können, dass halt das tatsächlich auch einfach realistisch sein könnte. Genau, wie würde man damit jetzt umgehen? Da gibt es einmal die Realität, wie damit umgegangen wird, und dann Ideen, wie man das vielleicht in Zukunft effizienter und besser lösen könnte. Ich fange mit den Realitäten an. Realität 1 ist, man benutzt diese elektronischen Signaturen, von denen Daniela vorhin erzählt hat. Realität 2 ist, man nimmt Zeugen, also man macht das quasi analog. Nimmt eine Person, sagt, hier, komm mal her, guck mal hin, ich mache gerade einen Screenshot. Und die Person kann dann bezeugen, dass der nicht verändert wurde und dass das so aussah. Vielleicht sogar ist das bei Datum und Uhrzeit auch besonders wichtig für bestimmte Fälle. Genau, Zukunftsansätze sind vielleicht eine Idee 1 wäre, BetreiberInnen von Plattformen sollen Screenshots machen, wenn zum Beispiel ein Inhalt gemeldet wurde. Oder Version 2 ist, jeder Chat oder jeder Post bekommt einen Token oder also eine Prüfsumme von den BetreiberInnen und man kann diese als Verifikation überprüfen. Dazu die Sinnhaftigkeit dieser Vorschläge, wie vorhin festgestellt wurde, die elektronischen Signaturen bieten nicht unbedingt einen juristischen Mehrwert für Privatpersonen, je nachdem, wo halt der Fall liegt und was bewiesen werden soll. Das mit den Zeugen ist tatsächlich etwas, wo ich mir bestätigen lassen, dass das sinnvoll ist, dass das umgesetzt wird und realitätsnah ist. Wenn es jetzt zum Beispiel um Beleidigungen geht oder sowas, kann man sich an eine Hilfsorganisation wenden, die dann für einen Screenshots davon machen. Und in anderen Fällen kann man zum Beispiel Anwälte oder also Anwalt oder Anwältin bitten oder man kann sich das beglaubigen lassen von einem Notar
Bürgermeisterin oder von einer kirchlichen Person, da diese einen besonderen Glaubensfaktor, also Beglaubigungsfaktor haben, der gesetzlich einfach da ist und den ich nicht näher erklären kann. Genau. Die zukünftigen Lösungsansätze könnten halt, wie gesagt, das erste sein, dass BetreiberInnen Screenshots machen, eher nicht so realitätsnah, da vielleicht besonders für kleinere Plattformen und Foren irgendwie ein sehr großer personeller Aufwand dahinter steht, bei größeren auf jeden Fall die Datenmenge, die dahinter steht, ein Problem werden kann. Was halt vielleicht dann auch zu einem Geldfaktor wird, einfach, dass halt weniger kommerzielle Angebote sich nicht halten können und das dazu führt, dass das Ganze einen elitaristischen Faktor dann einfach bringt in AnbieterInnen von Internetplattformen. Genau, die Version 2 mit den Türken und den Prüfsummen erhalte ich als eher sinnvoll. Das würde darin bestehen, dass jeder Kommentar, wie gesagt, oder jeder Post bekommt eine ID. BetreiberInnen können diese dann bestätigen, indem sie irgendwie nachgucken, dass das irgendwie echt ist oder sowas. Ist ähnlich bereits bei Facebook schon umgesetzt. Genau, auf die möchte ich jetzt noch einmal etwas näher eingehen. Wie das aussehen könnte. Genau, es erfordert vielleicht eine gesetzliche Grundlage oder ziemlich wahrscheinlich, damit es eine sinnvolle und einheitliche Umsetzung dafür gibt und nicht so ähnlich wie bei den Lebensmittel-Nährwertangaben, dass da jemand ein Ampelsystem nimmt, jemand benutzt Prozentangaben, jemand benutzt Tagesbedarf und keiner weiß so richtig, was jetzt davon irgendwie sinnvoll ist und was auf einen zutrifft. Des Weiteren müssten da vermutlich datenschutzrechtliche Probleme geklärt werden, da Menschen ein Recht auf ihn vergessen haben. Das heißt, ein Post, den ich mal gepostet habe, kann ich irgendwann davon dann ein Anrecht haben darauf, dass dieser dann wirklich gelöscht wird und niemand mehr den sich einfach anzeigen kann. Da es einfach nicht realistisch ist, dass ich vor 10 Jahren mal irgendwie gepostet habe, so, oh, das und das ist doof und dann ändere ich meine Meinung und möchte so, okay, ich möchte nicht mehr, dass diese Meinung so von mir im Internet vertreten steht und habe dann theoretisch ein Anrecht darauf, dass das auch umgesetzt wird. Genau, und der dritte Faktor wäre daran, dass dann BetreiberInnen das umsetzen müssen und zum Beispiel eine Webseite oder ein Webportal zur Verfügung stellen müssen, womit man das halt abgleichen kann, diese Prüfsumme mit dem Kommentar. Ja, genau, das heißt eigentlich wäre da noch ein Weg hin, aber es ist realitätsnah und es ist möglich, auf jeden Fall technisch und gesetzlich auch möglich. Also nicht vorhanden, aber es wäre möglich. Genau, dann möchte ich noch einmal kurz auf 2 Fragen eingehen, die bestimmt kommen werden. Die erste ist, what about Blockchain? Kann man das nicht mit Blockchain lösen? Blockchain ist irgendwie der Anwendungsfaktor Nummer 1. Ja, vielleicht. Problem, wer hat die technische Kompetenz, das zu verstehen und das einzuschätzen? Vielleicht nicht Leute, deren Kompetenz darin besteht, Jura zu studieren und als AnwältInnen zu arbeiten seit 40 Jahren. Also man muss da vielleicht auch einen realen Anspruch haben auf Leute, die halt einfach nicht die gleichen Berührungspunkte damit haben. Und wenn halt ein Richter oder ein Richter, eine Richterin sagt, okay, ich glaube das, dem, was ich da sehe, dann muss diese Person das ja auch einschätzen können, weil einfach der Name von dieser Person drunter steht. Und das ist, könnte vielleicht ein Problem sein. Genau. Problem 2 ist, wer würde die Blockchain betreiben? Der Staat vielleicht. Würde ich da drin Vertrauen haben, dass der Staat eine Blockchain gut betreibt? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre es besser, einfach diese Token- oder Prüfsummenlösung zu haben, dass halt jeder Betreiber, jede Betreiberin selbst dafür zuständig ist, dass das Ganze richtig ist und genau, man quasi eine verteilte Lösung hat, die auch in den modernen besser liegt. Genau, eine zweite Version, die bestimmt kommen würde, wäre, kann man das nicht toll irgendwie mit künstlicher Intelligenz oder Machine Learning lösen? Ja, eher nicht, weil es ist einfach kein sinnvolles Anwendungsfeld.
wenn halt Daten oder Metadaten manipuliert sind, kann man da statistisch nicht eine Signifikanz draus ziehen, woran man erkennen kann, dass da vielleicht etwas nicht stimmt oder etwas verändert wurde. Ja, also eigentlich ist es kein sinnvolles Anwendungsfeld. Genau, und das war es auch schon. Hier sind nochmal ein paar Quellen für Leute, die das gerne sich noch einmal nachlesen möchten oder überprüfen möchten. Ansonsten möchte ich euch danken dafür, dass ihr euch das angeguckt habt, dass jetzt auch mit dem Jura-Teil anspruchsvoll war. Auf jeden Fall bitte diskutiert darüber, macht euch Gedanken. Es gibt bisher einfach keine sinnvolle, realitätsnahe Lösung. Die Gesetzeslage und Verwaltung hinkt ja vielleicht einfach ein bisschen auch hinterher gegenüber der Realität, die mit sehr schnellen Schritten voranschreitet. Vielleicht möchte ja jemand eine Doktorarbeit darüber schreiben und irgendwie quasi wissenschaftliche Erfolge dazu feiern oder einfach mal anstoßen. Das fänden wir auf jeden Fall sehr schön und ich glaube, sehr viele andere Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch. Okay, ich glaube, jetzt geht's noch los mit dem Dankeschön für euren sehr ausführlichen und sehr detaillierten Talk. Wir haben eine Frage, die ist im IRC auch gekommen und wurde da auch schon relativ intensiv diskutiert. Und zwar ist es die Frage nach der Möglichkeit, Screenshots zu hashen, um wenigstens zwischen Sender und Empfänger die Integrität herzustellen. Wäre das eine Möglichkeit? Ich hoffe, man kann uns mich hören. Also eine Möglichkeit wäre es mit Sicherheit, aber ich sehe den Mehrwert eigentlich nicht unbedingt. Also die Integrität sicherzustellen zwischen Sender und Empfänger ist ja aktuell gewährleistet über verschlüsselte Plattformen, also verschlüsselte Datenübertragung, ja, sei es jetzt per E-Mail oder HTTPS. Aber hier geht es ja gerade darum, die Integrität zwischen Gericht oder Staatsanwaltschaft und dem oder derjenigen zu gewährleisten, der eben diesen Screenshot einreichen möchte. Und da ist quasi nicht die Übertragung wichtig, also nicht die Übertragung selbst, wo man das gewährleisten können muss, in erster Linie, sondern die Erstellung des Screenshots. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig beantwortet, richtig verstanden. Also ich denke, dass das die Frage hinreichend beantwortet. Wir haben noch eine Frage. Und zwar die Frage, also unter der Prämisse, dass Provider ja zur Herausgabe von Daten im Rahmen von Strafverfahren verpflichtet sind, das sind ja primär Verbindungsdaten, sind ja nicht die Daten selber, sind ja nur Metadaten. Genau, die Frage ist zum einen, wie kann man das dann auch IT-forensisch sichern? Und zum anderen, wie kann man das sichern? Wie wird es vor Gericht verwendet? Und dazu auch die Frage, dass Metadaten ja an und für sich noch nicht unbedingt eine Straftat beweisen. Und deswegen da die Frage, ob oder wie das da gewertet wird. Also wie das in der Praxis gehandhabt wird, das hatten wir ja vorhin gesagt, dass es dazu eigentlich kaum Urteile gibt. Bezüglich Metadaten gab es ja Urteile bei dem Thema Provider und illegales Download, also Torrent und Co. vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren. Da hat sich eine sehr gute Rechtspraxis dazu entwickelt, aber die Welt hat sich ja seitdem auch weiterentwickelt. Wir haben viel verschärfteres Datenschutzrecht. Wir haben ja auch Löschfristen, an denen gehalten wird. Also das ganze Thema, wie gesagt, in der Praxis vor Gericht weiß ich tatsächlich nicht, weil die Urteile nicht bekannt sind oder nicht veröffentlicht werden dazu oder die tatsächlich vielleicht gar nicht existieren. Und datenforensisch kenne ich mich tatsächlich leider überhaupt nicht aus. Weiß nicht, Anne? Kann da jetzt auch gerade nicht mehr zu sagen. Ja. Okay, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Im Zweifelsfall könnte man da auch noch einen Nachtrag, also im Zweifelsfall gibt es auch noch die Möglichkeit, das als Nachtrag auf die
auf unsere Videoplattform, also Media CCC oder YouTube, zu veröffentlichen. Also da dürft ihr die Informationen dann auch ihren Empfänger finden. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr das vorbereitet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen RC3. Danke und ebenso. Dankeschön.